Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS22 hier aus Diegem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir spritzen. Oh, weg damit. Ein bisschen nochmal rüberfahren. Aber auch genau die Map davor. Wir spritzen heute unseren Hafer, denn da ist ja mehr Unkraut als Hafer drin. Das kann man ja, das ist ja fast unglaublich, wie viel Unkraut hier drin ist. In dem Feld. Hier sieht man ja jetzt, wie viele abgestorbene Pflanzen quasi da hinten stehen. Also das ist ja. Ja, das ist 50% Bewuchs. Das ist ja nur Unkraut. Und wenn wir da so viel Unkraut drin haben, das ist natürlich nicht gut. Das könnte dazu führen, dass wir wesentlich weniger Ertrag haben. Und das wollen wir ja nicht. Oh, ist da auch Unkraut drin? Moment. Nee. Sieht das mal gut aus. So, hier gibt es keinen neuen Honig oder machen die noch da drauf den Honig? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen wir da mal die Blüte... Upsala. Die... Und wieder ist es so, ich wollte rückwärts fahren und der fährt einfach vorwärts. Was ist denn das? Schaltet er wirklich nicht um oder kriege ich es nicht mit? Da muss ich nochmal. Das ist irgendwie, gefällt mir das nicht. Na gut, aber wie gesagt, da beim Raps müssen wir mal die Blüte abwarten, ob es dann mit massig Honig dazu gibt. Sollte es ja eigentlich, das Feld ist groß. Und dann können die Bienen da ja mal ausschwirren und mal ein bisschen Honig produzieren, obwohl der Honig jetzt wirklich nicht so unbedingt das ist. Also da habe ich mir mehr drunter vorgestellt. Ich denke, das werde ich wieder verkaufen, das Stück da. Das ist scheißegal auf den Honig. Kann ich dann aber auch irgendwie ein bisschen verzichten in dem Moment. Ist ein schönes Feature, ist ein neues Feature, aber bringt mir nicht das, was ich erwartet habe. Vielleicht habe ich aber auch falsche Erwartungen, das kann natürlich auch sein. Aber gut, naja. Wäre ja cool, wenn du Bienen daneben stellst und das wirklich bei allen Früchten hilft, weil alle Früchte haben irgendwann eine Blüte und sollten bestäubt werden durch Insekten. Und deswegen, da bin ich dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, das ist mir so... Das gefällt mir so noch nicht. Aber unsere Gerste steht schon mal schön, das ist schon mal gut. Der Weizen steht auch schön. Es ist auch gut, dass ich, glaube ich, zwei Felder mit Weizen gemacht habe, also dieses Feld und dieses Feld da hinten. Weil wir den wahrscheinlich wirklich brauchen werden für unsere Hühner. Die fressen uns ja die Haare vom Kopf. Aber bringen halt nämlich auch ordentlich Kohle. Das kann man nicht anders sagen. Bei den Schafen müssen wir jetzt aufpassen, dass wir immer, wenn die erste Palette da ist, diese auch gleich, wenn sie denn gefüllt ist, wegbringen. Damit dort nicht wieder so ein, dieser merkwürdige Stau entsteht beim Abtransport. Obwohl, es ging ja eigentlich auch, ne? Wenn ich dann bloß die erste mal wegnehme. Naja, müssen wir mal gucken. Ich hoffe ja, dass wir wieder so 6 Stapel kriegen werden. Das ist natürlich echt nicht schlecht. Also das bringt schon ordentlich was. Obwohl wir ja jetzt quasi vom ersten Feld und, also vom ersten Stall und vom zweiten Stall ungefähr den Ertrag von 2 Jahren verkauft oder, ja, verkauft haben letztes Mal. Aber es hat ja echt gut Geld gebracht. Okay. Also da das Gras so sozusagen zu ver... Das ist eine ganz kleine Insel, die ich nicht getroffen habe. Nicht schlecht, jetzt hier quer durch die Saat zu eiern, aber was willst du machen, ne? Darf ich mal Pflegebereifung? Naja, irgendwas habe ich dann noch nicht hier getroffen, aber ist egal. Das ist zu verschmerzen, glaube ich, diese kleine Ecke dort. So, und dann sollte das Feld hier auch vom Unkraut befreit sein und dann sollte hier sowieso im April, Mai, Juni haben wir, glaube ich, die ersten Ernten. Und danach geht es mit dem Pflügen los. Und beim Pflügen, wenn wir es wirklich so machen, ich lasse pflügen und werde in der Zwischenzeit Ernteaufträge machen an anderen Stellen. Ich denke, das ist fair. Wir müssen noch ein bisschen Gras abmähen und so 1-2 Ballen müssen wir noch machen, damit unsere Schafe genügend Nahrungsmittel vorfinden. Wenn die möchte ich jetzt nicht noch ins Hungern bringen. Habe ich mich schon aus mit meiner. Habe ich auch die Kante unten vergessen. Okay, gut. Ja, dann müssen wir nochmal lang. Zu früh ausgestellt. Die Spritze. Wie gesagt, also dass unsere Schafe dort nicht auch noch ins Hungern geraten, das möchte ich eigentlich nicht. Ich weiß doch nicht, ob die Hühner. Das, also, sterben können sie ja, glaube ich, nicht. Also, ich glaube, es ist nicht drin, aber sonst kriegt man keine. Altersbeschränkung 0, wobei ich immer finde, LS, Altersbeschränkung 0, warum soll es das geben? Also,
Reicht ja aus, wenn es altersbeschränkt 6 kriegt. Das ja doch bei weitem eigentlich ausreicht. Aber wer spielt schon unter 6 dieses Spiel? Was, ist da welche? 1, 2. Ja, 2 Flügel schalte ich ab. Also ich weiß es nicht, also wenn es da so, wenn es dort welche gibt, die unter 2 sind, und hier sieht man einmal so eine komische Querfahrt, ne? Seht ihr diese Spur hier durch? Dann muss ich einmal irgendwie quer mit meinem Gefährt quer über den Acker geheizt sein und in meiner Einfahrt gefahren sein, aber ich kann mich nicht erinnern, wann. Sieht man auch so noch in den abgestorbenen Pflanzen die Spur. Interessante Theorie. Naja, interessantes Ding. So. So, jetzt müssen wir einmal da unten querfahren. Also den Streifen ja noch erwischen. So. Und wieder drehen wir mit auf dem Feld. Nein, was macht er denn? So, dann fahren wir hier unten noch an die Ecke ran. Und hier die Ecke noch. Mitspritzen. Ich glaube, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die wir müssen noch Dünger ausbringen, auch auf dem Acker hier. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt in dem Monat geht oder ob ich da noch einen Monat warten muss. Dass die Saatmaschinen ja sogar die Fahrspuren freilassen oder man das einstellen kann, welche von den einzelnen Einlegeteilen quasi gerade denn nichts einlegt, damit man die Fahrspuren, wo man ja später immer durchfährt, zum Spritzen. Und es gibt zum Teil sogar vollautomatisch, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, halt einfach freilässt, damit man da keine Saat hinlegt. Denn da, wo man immer lang fährt, wird ja eh nicht viel wachsen. Oder es wird halt immer platt gefahren und deswegen macht es ja auch keinen Sinn, dort was anzusäen. Und deswegen, ja. Gut, so. Machen wir hier wieder das Linkslager hin. Und dann holen wir uns da drüben jetzt dann den guten Dünger, den Flüssigdünger. Hallo? Rückwärts bitte, danke. Nicht mehr allzu viel, okay. Eigentlich wollte ich vorwärts fahren, aber na gut. Schon jetzt zweimal die Richtung gedreht. So. Kann man nämlich nochmal einmal spritzen. Müssen wir gleich mal gucken, ob das wirkt, wenn ich jetzt hier losfahre. Die Ausbringbreite sollte ich schon aus Maximum gestellt haben. Gucken wir nochmal kurz nach. Ja, habe ich. Gut. Ausbringbreite. Das klingt falsch irgendwie. Ist das richtig? Naja, gut. Das beschreibt in etwa das, was es macht, ne? Aber. So. Dann wollen wir mal drüber gehen hier. Und dann gucken wir mal, ob der Düngezustand. Der Düngezustand da. Unkraut aus. Wurde gemulcht aus. Ja, der Düngezustand steigt. Dass hier bei meinem abgemähten Gras ein Düngezustand drin ist, das ist mir noch immer, naja. Muss gewalzt werden, können wir noch ausmachen. Ah ja, dann sehen wir, das ist auch voll gedüngt hier, das Feld. Alles klar, okay. Benötigt Kalk, sind ja auch schon wieder einige Stellen dazwischen. Ja, hier haben wir beim Kalken anscheinend ein bisschen geschlürt. So, und wenn jetzt die Ernte ist, dann wird hier auch dieses Muss gepflügt werden, überall leuchten, nicht nur da. Wir werden das Stück hier auch dazu machen, zu diesen beiden Feldern. Das, denke ich mal, können wir jetzt so ruhig tun. Ich könnte auch hier hinten noch ein bisschen was machen, weil wir dann später hier oben Wiese haben. Wir haben hier überall Wiese, also wir können hier dann die Bäume noch wegmachen. Das wird auch passieren, dass die Bäume da verschwinden. Dass ich diese Wiese hier damit nutzen kann, beziehungsweise das hier einfach mal eckig fräsen kann. Müssen wir gucken, wie weit wir da an die Straße ran müssen.
Damit wir hier die Fläche auch noch haben. Also das neue Flügen muss ich ja selber machen. Das könnte auch sowas sein, dass, naja, wenn ich gerade einen Flug an meinem Dings dran habe, kann ich den erstmal nicht fliegen schicken, ne? Das funktioniert nicht. Aber da müssen wir mal gucken, dass wir das dann so einigermaßen hinkriegen. Dass wir da von den Feldflächen her das noch ein bisschen optimieren und noch ein bisschen mehr haben. So der ein oder andere halbe oder dreiviertel Hektar dazu. Kann ja durchaus auch noch ein bisschen Geld bringen, obwohl Gras auch Geld bringt. Also könnten wir auch eine Wiese machen und dann mal auf Silage gehen und so weiter und so fort. Das sollte auch interessant. Das Ding hat eine Kollibox da. So, jetzt sieht man natürlich weniger gut, wo ich schon war. Mit dem Düngen. Das sieht man wirklich gar nicht. Um nicht zu sagen, überhaupt nicht. Oh. Wie man merken sollen. Da müsste ich mir mal irgendwie am Rand immer so ein paar Blumen merken, bis wo nicht war. Na gut, okay. Das könnte jetzt ein bisschen tricky werden. Gerade fahren wir parallel so ein bisschen. Parallel aus. Auch nicht unbedingt, ne? So könnte ich sehen. Das ist ein bisschen heller. So könnte ich sehen. Also mit der Einarmüberlappung, glaube ich, an der rechten Seite. Linken Seite? Rechten Seite. Entschuldige mich, ich habe eine Links-Rechts-Schwäche. So ungefähr da an der Fahrspur gewesen. Also seht ihr das hier? Jetzt müsste genau die auf der, weiß ich auch nicht, ist das genau auf der Grenze? Man könnte sein. Also da könnten wir jetzt nicht alles erwischen. Naja, gut, okay. Ich glaube, ich muss auch nochmal. Na, das, nee, das könnte reichen. 500 hatten wir, jetzt haben wir noch 400. Gut und gerne die Hälfte haben wir jetzt ja schon erwischt. Na, das ist nicht einfach, das zu erkennen. Wo man da schon war. Ich glaube, das war früher besser zu erkennen. Oder vielleicht habe ich da auch anders gedüngt. Aber wir können ja sowieso darauf einigen, dass wir vielleicht noch einmal vordüngen. Bevor wir die Saat ausbringen. Und dann die Saat ausbringen. Also im Monat, bevor wir die Saat ausbringen, müssen wir dann natürlich den dann grubbern und düngen. Und danach müssen wir dann einfach nur düngen. Einfach nur denn mit unserer Sämaschine, die ja auch eine Düngestufe draufbringt, weil wir es haben, dann mit düngen. So. Und weiter geht's. Ja, ist schwer zu erkennen, aber es ist. Doch, man sieht's. Man sieht einen leichten Unterschied. Als wenn die Erde dort ein bisschen feucht ist. So sieht's ein bisschen aus. Ja, ein bisschen überlappen kannst ja. Kostet ja nur unser Düngemittel. So. Schön. Fein. So. Umdrehen. Da haben wir genau bis zu dieser Spur hier, ne? Mit der Spitze. Können wir auch ganz gut merken. So. Gut, aber mal was ganz, nochmal was ganz anderes. Also ich habe ja schon erzählt, dass ich so Voice Kids gucke, glaube ich. Dass ich das auch ganz gut finde. So vom Format her und von denen, wie gut die da schon singen können. Und ich bin immer erstaunt, wie gut die Leute singen können, weil ich kann es nämlich nicht. Das ist so mein Problem immer. Ich möchte es gern können, ich kann es aber nicht. Ich wollte auch immer Gitarre spielen können, damit man dann am Lagerfeuer derjenige ist, wo die Mädels sich daneben sitzen, wenn man dann so eine Gitarre rumklippert. Wenn man dann noch ein bisschen singen kann dazu, ist natürlich noch besser. Ne? Aber naja, gut, das ist was anderes. Aber, und da muss ich mal auf einen Auftritt kommen, der mich sehr berührt hat. Und das war ein junges Mädchen. Die hat von Udo Lindenberg, Wozu sind denn Kriege da gesungen.
Und wenn man überlegt, also die Aufzeichnungen sind ja letztes Jahr im irgendwann gewesen. Letztes Jahr im Spätsommer, Herbst sind die Aufzeichnungen dazu. Das heißt, da war ja nicht abzusehen, dass wir jetzt ja, Krieg in Europa haben. Oder diese Art von Krieg haben in Europa. Und deswegen war ich da wirklich sehr ergriffen über diesen Beitrag. Also sie hat das auch gut gesungen, muss man ehrlich sagen. Also ich meine, okay, die können da alles singen. Sie hat das wirklich gut performt und so und gut gemacht und so. Und auch die... Aber es hat mich halt eben doch so abgeholt von dem ganzen Thema halt, ja. Da war ich sehr, sehr ergriffen. Und da doch sehr ergriffen klingt, glaube ich, genau richtig. Ich glaube, genau das war es auch. Hat sie wirklich sehr gut gemacht. Benedike oder sowas. Den Namen habe ich nicht drauf. Was, da, Name ist aber auch so eine Sache. Ganz schwierig bei mir. Also mit Namen. Namen merken ist schon schwer für mich. So, jetzt ist die große Frage, wenn ich das nächste Mal in der Stadt bin, muss ich auch den... Ich habe doch eindeutig einen Rückwärtsgang. Warum rollt er vorwärts? Jetzt hast du auch eben schon wieder Angst. Ärgerlich sowas. So, jedenfalls müssen wir den hier, den Kameraden, den müssen wir nämlich unbedingt tanken. Da ist unten noch ein bisschen was drin, aber wir müssen ihn auch reparieren schon wieder. Ach komm, dann fahren wir mal reparieren. Ich weiß noch nicht, wie der Anhänger, der sieht auch so... Ja, warte mal, den wird man eigentlich mal putzen, den Hänger. Der sieht ja wirklich auch saumäßig aus. Da weiß ich gar nicht, wie das ist, wenn ich den jetzt so umbaue, ob dann der Dreck weg ist oder ob der die Teile, die angebaut sind, gleich so dreckig sind. Sowas will ich jetzt auch nicht ausprobieren. So, putzen wir mal schnell den Hänger hier. Für die nächste Fracht, die wir dort mit transportieren. Sieht ja auch scheiße aus, wenn du die Körner oder wenn du dein Getreide transportierst mit einem Hänger, der wirklich aussieht wie Murks und Mulle. Lackkratzer und sowas darf er haben, das ist scheißegal, aber sollte nicht der halbe Hänger Dreck sein. Ist schon eine Kante hier hinten. Gut, Lackkratzer hat er noch nicht, ne? Sieht immer ganz gut aus, so. Dann gehen wir hier kurz an Trecker auch noch dran. Wenn wir schon mal den Putzer hier haben. Ach, guck mal, hier die Gabel sieht aber auch aus. Haben wir wahrscheinlich schon genauso oft benutzt, aber nie gereinigt. Die könnte man auch. Sieht wieder gut aus. Treffe ich die nicht? Könnte sein. Oder man kriegt sie nicht sauberer. Kann ja auch schon Beschädigung sein, ne? Die hat ja auch direkten Kontakt immer zu einem. So, jetzt habe ich nicht ausgemacht. Wollen wir mal reparieren. Zustand, Lackzustand, okay. Paletten, okay. Lackzustand ganz schlecht, aber reparieren tun wir ihn mal. Sind ja nur 4.000, die es kostet. Aber dann hat er erstmal wieder ein bisschen Zustand. Muss hier nicht alles kaputt gemacht werden oder kaputt sein, was man benutzt. So, Gudi, da würde ich sagen, haben wir den Auftrag für diesen Monat eigentlich erfüllt hier. Wir haben ausgesät, wir haben gespritzt, wir haben gedüngt. Gucken nochmal. Gespeichert, ja. Sieht doch gut aus mit dem Dünger. Sehr gut, alles getroffen einigermaßen. Hier haben wir einen ganz kleinen Spalt drinnen gelassen, das weiß ich. Und hier ist auch so ein ganz kleines Eckchen, wo wir keinen Kalk hingekriegt haben. Aber ansonsten sieht es ja ganz gut aus. Das heißt also, der generellen Ernte steht nicht mehr viel im Weg. Achso, mach aus. So, da haben wir eigentlich alles soweit vorbereitet. Gibt es denn irgendwelche interessanten Aufträge noch? Flügen, spritzen, säen. Hier ist Feld 69 aussäen. Mais aussäen.
Habe ich den jetzt angenommen? Nein, und ich habe die. Oh, und ich habe die Maschine dazu nicht gekauft. Was mache ich denn hier? Diese Tastaturbedienung. So, ja, bringe auf Feld 69 Mais aus. Kann aber kein Mais ausbringen, wenn ich die Maschine dazu nicht habe. Dann muss es leider abbrechen. 69, fehlgeschlagen. So. Oh. Das ist nebenan da gewesen. Das ist das, wo wir die Rüben geerntet haben, glaube ich. Dass du auch mit M nicht auf die Map kommst. Hier wird's gewesen. Wir hätten mal Mais ausbringen sollen können. Das wäre auch cool gewesen noch. Und auch mit der Technik da, die wir da hatten. Hätten wir schön schnell hingekriegt. Die 10.000 hätten wir uns verdienen können, aber. Da hat ja Kanonen-Mike wieder zugeschlagen, oder wie das heißt. Ah, nein, wie kann man nur so dusselig sein? Blinkt trotzdem, obwohl ich ihn abgelehnt habe, das wird er sicherlich noch hinkriegen. So, okay, so, aber ja. So. Gut, naja, dann haben wir das halt versackt, verkackt. Düngen kommt immer wieder, also es kommen ab und zu neue Aufträge dazu. Ist auch Leertaste gleich wieder Vertrag akzeptieren, mal. Gut, hätte ich ja nicht drücken müssen, ist ja richtig, aber bin ich halt draufgekommen mit dem Daumen und dann zack, hat aber war akzeptiert. Nein. Gut, ich werde vorspulen bis zum nächsten Tag. Wir sehen uns dann hoffentlich. Bis denn. Tschüss.